haben. Guck mal, was ich gerade rausgeholt habe. Eine Riesenmuschel. Diese Riesenmuschel habe ich gerade geangelt, gefischt. Und da waren auch noch Seeigel drin. Die bewegen sich noch. Ich will auch Wasser nehmen, Rechner. Seeigel. Ja, seht ihr das? Der bewegt sich noch. Seeigel. Seeigel. Nein. Seeigel. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Der Alexandro ist in eine Muschel reingetreten. In einen Krebs, ne? So ein Krebs, das war ganz spitz und jetzt haben wir dann Pflaster drauf gemacht und eine Socke angezogen und hier ein bisschen von dem Desinfektionsmittel. Wir sind nämlich dann jetzt ganz schnell nach Hause und haben das desinfiziert und so. Ist schon eine tiefe Wunde. Wir machen jetzt, was machen wir, Schatz? Schleim. Schleim machen wir, genau. Wir haben hier sowas gekauft, so ein Schleim mit Glitzer drin. Und hier steht, wie man das machen muss. Jetzt müssen wir da erstmal, Mausi, Wasser reinfüllen bis zu der Linie. Die? Genau, dann füllen wir Wasser rein. Stopp. Zeig mal. Ich glaube bis zu der Linie ein bisschen weit. So, genau. Dann haben wir schon mal Wasser. Dann müssen wir Glitzer reinmachen. Mach ich. Hier haben wir Glitzerpartikel. Warte, ich mach das nochmal auf, dann kannst du das da reinschütten. So, Mausi, dann schütte das mal rein. Vorsichtig. So, Glitzer kommt dann rein. Wir machen Schleim. Schleim. Schleim? Ja. So, dann ist schon, zeig mal, wie das aussieht. So, Glitzer haben wir jetzt drin. Dann kommt da der Schleim rein. Hier ist der Schleim drin. Den müssen wir einmal aufmachen. Schaffst du das? Da kommt jetzt der Schleim noch rein. Jetzt müssen wir das einmal zumachen, richtig? Und mach das, genau, mach das mal richtig gut zu. Schaffst du das? Warte, 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 lass mich mal lieber. Hast du? Richtig zu? Und jetzt kräftig schütteln. Kräftig schütteln, damit sich das vermischt. 2 Minuten lang. Und dann müssen wir das 30 Minuten... 30 Minuten müssen wir warten. So, wir haben jetzt gerade gegessen. Das sind mal nur die Überreste. Wir hatten Bauernsalat, Auberginen. Hier ist dieser griechische Käsesalat, Hirtenkäsesalat. Und hier noch ein paar Würstchen. Und meine Mama isst gerade Feigen von unserem Feigenbaum. Da, der ist nämlich voll mit Feigen. Und guck mal, wie dick. Ja. Richtig gut. Ich liebe Feigen. Ich liebe Feigen, aber ich kann die nicht essen, weil ich allergisch bin. Leider, leider kann ich die nicht essen. Ich kriege sofort Allergie. So, ich werde jetzt mal den Pool aufbauen. Und jetzt werde ich den erstmal aufpumpen mit dieser Autopumpe. So, ich wusste jetzt nicht, wo ich den Pool hinhängen soll. Ich wollte ihn eigentlich hier hinstellen irgendwo, aber da würden dann die ganzen Blätter vom Baum runterfallen. Deswegen habe ich den jetzt hier in die Mitte reingestellt und ja, jetzt füllt er sich mit Wasser. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Was ist das? Ist der Schleim fertig? Weiß ich nicht. Der braucht noch ein bisschen, Schatz. Der Schleim ist fertig. Zeig mal. Und hol den mal raus mit den Fingerchen. Ist der schleimig? Schleimig, schleimig. Nee, zeig mal. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Guten Morgen.
Ja, mir geht's heute ganz, ganz schlecht. Heute ist der 13. Juli. Und vor 6 Jahren hat sich mein Papa das Leben genommen. Es ist total schwierig, weil ich dieses Jahr halt auch hier bin, wo das passiert ist. Und da ist es noch schwieriger, als wenn man irgendwo weiter weg ist. Dann vergisst man das so ein bisschen. Aber hier erinnert halt alles an das, was passiert ist. Mein Vater hat sich ja das Leben genommen und das ist direkt hier. In der Garage passiert, wo ich gerade hinstarre. Und es war ganz, ganz schwierig hier zu sein momentan. Ich sitze auch gerade hier auf seinem Bett. Bin jetzt auch hier reingekommen, damit meine Mama mich nicht weinen sieht, weil mir geht's auch schlecht und ich will sie nicht noch trauriger machen. Das ist halt voll schwierig. Halt nicht, wie man damit umgehen soll. Vor allem, wenn man nicht weiß, warum er das gemacht hat. Er hat ja keinen Abschiedsbrief hinterlassen oder irgendwas. Wir wissen halt nicht, warum das passiert ist. Er hatte auch keine Probleme, keine Sorgen zumindest. Keine von denen wir halt wussten. Er war immer nur am Lachen. Und ja, am Morgen vom 13. Juli 2013, circa 6 Uhr morgens, keine Ahnung, was dann in ihm vorging, ist er in die Garage rein und hat sich da einfach erhängt. Ich war jetzt vorhin in der Garage drin, ich weiß auch nicht warum, es hat mich einfach so, ich bin wie so in Trance da reingegangen und hab da einfach auf den Balken gestarrt, wo er sich erhängt hat. Und die Leiter, die hängt da noch an der Wand. Er hat die Leiter dann genommen gehabt und die Leiter hängt einfach so noch an der Wand. Und der Balken, ja, der Balken ist natürlich immer noch da oben. Das ist so schwierig. Ja, ich glaube, das musste jetzt einmal so raus. Vielleicht geht es mir gleich besser. Ich bin jetzt auch seit, also die Nacht war ganz schlimm. So die Stunden vorher, wo man weiß, um 6 Uhr ist das passiert. Und die Nacht vorher, also seit gestern, wo ich mich hingelegt habe, die Gedanken drehen sich nur darum, was ist in ihm vorgegangen, wie könnte man das verhindern und wie hätte ich das verhindern können und ich würde es gern verhindern und sowas. Also. Ich lag bestimmt die halbe Nacht wach, irgendwann bin ich eingeschlafen gegen 4 Uhr. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich erstmal auf die Uhr geguckt. Es war Gott sei Dank schon nach 7, weil wenn es vor 6 wäre, das wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Weil dann würde ich die ganze Zeit dran denken, es passiert gleich. Ich bin aber um 7:15 oder so, hat mich meine Mutter geweckt und wir haben ein bisschen Gartenarbeit vorne gemacht, hat mich ein bisschen abgelenkt. Aber der Tag heute ist so schlimm. Es ist einfach nur so
mega schlimm. Ich fühle mich wie tot. Ich fühle mich irgendwie so viel wie gelähmt. Ich möchte gar nichts machen. Ich will einfach nur in meinem Bett liegen und schlafen am liebsten. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Hier ist nämlich Chaos im Zimmer. Muss ein bisschen aufgeräumt werden. Vorgestern war ja der Todestag von meinem Papa. Nochmal ganz lieben Dank für eure lieben Nachrichten auf Instagram. Es war für mich wirklich ein sehr, sehr schwerer Tag. Es ist sowieso immer total schwierig, hier hinzukommen. Also hier, wo das Ganze passiert ist. Ich komme wirklich immer mit gemischten Gefühlen hier hin. Also so richtig Urlaub ist das hier nicht. Aber an diesem Tag und dann noch hier zu sein, ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall danke für die ganz lieben Nachrichten. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich konnte nicht jeden antworten, weil es so viele Nachrichten waren, aber auf jeden Fall danke von Herzen. Wir sind dann auch abends mit meiner Mama zum Grab gefahren und wollten da auch neue Blumen hin tun, die ich euch ja gezeigt habe. Von Jumbo haben wir die gekauft und Kerze anzünden und so weiter. Und meine Mama, meine Tante hat schon gesagt, es gibt da ganz viele Wespennester, wir müssen aufpassen. Und meine Mama hat so die Blumen, die alten Blumen weggetan, damit sie die neuen reintut. Und auf einmal ist ein Bienenschwarm rausgekommen. Also die hatten da in den Blumen, haben die ein Wespennest gehabt. Und dort vorne, wo wir die Kerzen anmachen, haben die unten drunter auch noch zwei Nester gehabt. Also man konnte da nicht mehr hin. Die sind raus und amok geflogen. Und dann konnten wir auch gar nichts mehr dort machen, weil die waren die ganze Zeit da unterwegs. Und sind dann auch wieder gefahren. Also wir haben nur kurz eine Kerze angezündet und sind dann wieder gefahren. Hallöchen, heute ist Dienstag. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir wollten heute Morgen eigentlich zum Markt fahren. Sind davor doch zu unserer Steuerberaterin hin und dann kam irgendwie heraus, dass wir noch irgendwelche Unterlagen irgendwo einreichen müssen. Wir sind dann bei 35 Grad von Büro zu Büro zu Büro gelaufen. Und mit Alexandro noch im Anhang. Ich habe so Kopfschmerzen jetzt gerade davon. Ja, ganz, ganz schlimm hier in Griechenland. Auf jeden Fall waren wir dann nicht auf dem Markt. Wir sind dann zurückgefahren und ja, haben Mittag gegessen. Jetzt gerade befasse ich mich hier mit der mit meiner Action Cam. Ich habe nämlich, wenn ihr mich noch dran erinnern könnt, oh, die ist noch nass. Ich habe die gerade gewaschen, weil ich die schon benutzt habe im Salzwasser. Ich hatte euch vor vom letzten oder vorletzten Vlog, ich weiß es jetzt nicht, die Maske gezeigt. Das ist so eine Tauchmaske, aber so eine ganz Gesichtsmaske. Die ist richtig cool. Also man zieht die an, das ganze Gesicht ist dann drin und man kann richtig gut schnorcheln damit. Das Coole ist, man kann hier oben die Action Cam dran befestigen. Und ich habe hier die von Rollei. Ich habe zwei. Ich habe noch eine andere. Von Activion habe ich noch eine. Aber ich nehme jetzt einfach mal die von Rollei. Ich habe nämlich so ein Gurt, ne? Kann man das dran machen oder auch auf dem Kopf befestigen. Jetzt mache ich hier mal das Gehäuse ab und werde die hier auf die Kamera drauf machen. Auf die, auf die Maske. Ich bin total durcheinander von heute Morgen. Das kann man nämlich. Die Kamera kommt hier rein. Wird dann dicht gemacht. Und dann kommt das Ding hier so drauf. Und dann kommt die Schraube hier rein. Ach, ja, okay, ich hab's geschafft. Ich bin ja schlau. So, man kann ja, ich hab die ganze Zeit hier an dem Ding gedreht und das ging nicht, aber man dreht ja von der anderen Seite. So, jetzt auf jeden Fall die Kamera dran und wenn wir nachher tauchen gehen, dann können wir das aufnehmen, Schatz. Was wir im Wasser sehen. So eine Unterwasserkamera. Ist das cool? Ja, ne? Hey, kann man das sehen? Kann man alles sehen dann nachher im Video. Ja, entweder gehen wir heute, ich weiß es noch nicht, weil heute ist das Wetter ein bisschen trüb. Oder dann morgen. Kann ich mal den Kopf reinstecken? Ja, steck mal deinen Kopf rein.
Eigentlich war die für dich so groß oder so klein. Ja, die ist etwas zu groß, ne? Eigentlich wollte ich euch auch ein bisschen im Lidl zeigen, was die so für Sachen haben, weil es ist schon etwas anders als wie in Deutschland. Die haben zum Beispiel hier diese griechischen Säfte, also die ganzen griechischen Sachen, da ist auch immer so eine griechische Fahne drauf. Die haben ganz viele Direktsäfte, die haben eine große Theke an Schafskäseauswahl, also Hirtenkäse, Schafskäse, Ziegenkäse, Kuhkäse, also alles Mögliche. Und auch ganz viel Auswahl an Milch, aber ich werde euch mal mitnehmen, glaube ich, wenn wir wieder einkaufen gehen. Und wir haben auch hier bei uns im Lidl ganz viele so griechische, wie nennt man das? Also es sind so Feigen, wie ihr sehen könnt. Hier, schaut mal. Und die sind eingelegt in so Zuckersirup. Also die sind halt süß. Und die schmecken richtig gut. Also es gibt auch ganz viele andere Sachen davon. Es gibt auch so Nüsse. Nicht Nüsse, Walnüsse, glaube ich, heißen die. Auf jeden Fall, ja, es sieht eklig aus, aber schmeckt gut. Bei uns ist es halt so in Griechenland, wenn jemand zu Besuch kommt, dann kriegen die immer so eine Feige auf einem kleinen Tellerchen. Und dann, ja, kriegt das jeder so, wenn er zu Besuch kommt, zum Essen. Mit einem Glas Wasser. Aber ich mag die einfach. Die schmecken so gut. Es gibt wirklich ganz viele davon. Auch Gemüse. Und was noch? Ich habe, glaube ich, im Kühlschrank noch wie heißen die? Kirschen. Mensch. Aber die gibt es auch in Deutschland. Hier. Das ist auch sowas. Cherry Spoon Sweet. Die schmecken ganz gut so, zum Eis. Mag ich gerne mit Eis essen. Alexandra möchte jetzt gern zum Strand. Aber ich habe keine Lust, meine Haare jetzt wieder zu stylen. Und ich hatte ja von Jumbo diese Badehaube geholt. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Muss ich die Haare erstmal so zu einem Zopf zusammenbinden? Ich glaube schon, oder? Das sieht bestimmt schlimm aus. Das sieht bestimmt voll komisch aus gleich. Aber ich habe echt keine Lust, gleich noch meine Haare nochmal zu machen. Leute, sorry. Ihr seid mir runtergefallen. Oh Gott, hier fällt alles runter. Moment. So, jetzt müsste es klappen. Okay, so oder so? Ach so, okay. Oh Gott, wie so ein Kondom ist das? Ein Kondom für die Haare. Ja, ich höre nix. Müssen die Ohren raus, ja, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh mein Gott, Leute. Et voilà. Ist das so? Oder muss man... Aber die Haare sind doch hier draußen. Muss man das über die Ohren ziehen? Anscheinend, oder? Bestimmt so. Ja, ich höre auf jeden Fall nichts mehr. Aber das Haar sitzt. So, wir sind jetzt am Strand. Es ist bestimmt windig. Ich weiß nicht, ob der Wind jetzt Strand stört beim Aufnehmen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Strand. Da ist meine Mama, meine Tante, Alexandro. Und jetzt, tauche ich mal mit der Maske und ja, ich denke mir mal, wenn ich jetzt gleich gute Unterwasseraufnahmen habe, dass ich euch die zeige. Hey, 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 yeah.
paso nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos, un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Me lavas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny. Tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es, combi completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Sé que tú quieres conmigo, amor, todo eso. So, wir haben jetzt 20 Uhr. Wir waren vorhin am Strand, also so gegen 3 Uhr oder so sind wir dann zum Strand. Und dann sind wir wiedergekommen. Meine Mama macht da so ein bisschen Gartenarbeit. Und ich habe jetzt gerade das Auto gewaschen. Das ist ganz praktisch, wenn man hier den Schlauch hat im Garten. Ja, jetzt habe ich das Auto sauber geschrubbt. Mit der Hand. Mit diesem kleinen Schwamm, weil ich keinen größeren hatte. Und mit Cillit Bank. Ich weiß nicht, ob man das darf mit Cillit Bank, aber es schaut schön sauber aus. Und ich habe auch hinten meinen Unfall abgeklebt. Hier habe ich das abgeklebt, damit da, keine Ahnung, kein Kurzschluss passiert, sagte Heiko, aber hier ist trotzdem Wasser reingekommen. Naja, trotzdem etwas abgeklebt. Mein Kind macht auch Gartenarbeit. Also, wie ihr seht, sind wir alle ganz schön fleißig. Ja, so ist das. So ist das, meine Lieben. Ich guck Fernsehen. Meine Mama ist am Kochen. Was gibt's denn heute? Was gibt's heute? Ja. Gebratenes Paprika. Zucchini. Und hier war es hier. Yum, yum. Boah, es ist so laut hier gerade. Und ich habe ja letztes Mal auch schon hier ein bisschen ausgemistet, habe ich euch ja erzählt. Ja, ich hatte ja hier in Griechenland auch ein Reisebüro. Also ich hatte ja 3 Reisebüros, als ich selbstständig war. Ja, nimm dir ein Eis, Schatz. Aber das möchte ich nicht haben. Bitte? Das möchte ich nicht haben. Ja, was anderes haben wir, glaube ich, nicht mehr. Hast du schon aufgegessen? Guck mal rein. Und da sind noch. Ja, dann müssen wir welches kaufen, Schatz. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen vom Reisebüro gehabt. Ein paar Telefone. Was ich euch eigentlich zeigen wollte. Mama, kommst du? Alexandro, was ist? Kannst du das Hörnchen essen? Ja, kann ich machen. Aber ich will es nicht jetzt essen. Tu es wieder rein. Das ist eine ganz alte Puppe von mir, mit der ich früher gespielt habe. Und die habe ich hier in der Ferienwohnung gefunden. Und die nehme ich natürlich mit. Die sieht grässlich aus, aber es ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und hier habe ich ganz alte Fotos von meinen Eltern gefunden. Guckt euch das mal bitte an. Das ist so cool. Ich finde das so cool, dieses Foto. Das ist meine Oma, mein Opa. Das ist mein Vater. Der war da, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt.
Und meine ganzen Onkel und Tanten, das ist der jüngste Onkel, der ist an Krebs gestorben mit 40. Also ich finde dieses Bild echt cool. Und hier genauso, das ist von einer Hochzeit von meiner Tante und das ist mein Onkel. Das ist der hier, der gestorben ist, der hier als Baby noch war. Hier ist meine Mami, das ist meine Tante, meine Cousinen. Irgendwo, glaube ich, muss ich auch zu sehen sein. Irgendwo ist, glaube ich, mein Kopf da. Da bin ich. Oh Gott, das sieht man gar nicht. Man kann es gar nicht zoomen. Hier hinten gucke ich, da ist mein Kopf. Da habe ich mich versteckt. Und da ist mein Papa. Da ist mein Papa, da ist mein Onkel. Und hier sind auch ganz viele alte Fotos von meinen Eltern. Die werden natürlich auch mit nach Deutschland genommen, damit die hier nicht jemand klaut oder weiß ich nicht, dann bin ich kaputt gehen. Guckt euch hier meinen Vater mal an. Damals in den 70ern. Ich finde, das sind schöne Erinnerungen. Ich habe mich an der Kühe mit. Das ist sehr gut. Das ist alles. Πώς λέγεται το παραλία που λένε τα παιδάκια, πάμε παραλία σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τη Λεσκάδα. Αλεξάνδρα, μας πλέξω. Έχω κρεμμύρι στάσο. Αλλά, πάμε παραλία σε όλη την Ελλάδα. Πάμε σαν Τωρίνη, μέχρι τη Λεσκάδα. Βάλε το κύριο του κινητό. Μέχρι την Άξο. Μετά τι λέει, για. Βάλε το κύριο του κινητό. Μέχρι και την Άξο. Ορίστε, να το κινητό να βάλω. Cousine und Cousin von Alexandro. Ich glaube, die wird später Sängerin. Shadows in my head. When the world is on your shoulders and you feel like fire.